heiße Joachim, bin der E-Gitarrist der Band und mache halt auch viel Musikproduktionen für die Band oder für andere Projekte, für kleinere Sachen. Ich bin die Daria und ich singe in der Band, schreibe auch manche Lieder, die er dann korrigieren muss. Genau. Break a Tie heißen wir, das heißt ein Unentschieden brechen. Genau, also wir wollen entschieden Musik machen, entschieden für Gott Musik machen. Wir spielen, hätte ich gesagt, bei mehreren Dingen. Also einerseits haben wir die Band, wo wir gefragt werden, dass wir Lobpreis Worship spielen. Also das ist ein, sagen wir mal, im Stile eines modernen Konzertes, aber halt ausgerichtet auf Gott und zum Preisen und zum Lobpreisen von Gott. Ja, oder Hochzeiten oder Taufen, ja, oder kleinere Lobpreiszeiten, wo wir angefragt werden, dass wir da hinfahren. Und wir haben auch einige Party-Songs, die wir dann auch immer wieder spielen. Also wir haben begonnen als Jugendband. Wir haben eigentlich mit unserer, also wir sind Geschwister, wir haben eigentlich begonnen mit in der Familie sehr viel Musik zu machen und wir sind in einer Pfarre aufgewachsen, wo es keine Orgel gibt. Und dadurch haben wir sehr viel mitgemacht mit der Musik immer. Und irgendwann haben wir dann eine Jugendband gegründet. Warum ich dann zum Beispiel Lobpreis mache, ist, weil das eben, finde ich, einfach ein sehr guter Weg ist, einfach um mit Gott in Kontakt zu treten, um ihm quasi zu sagen, ich finde dich großartig, so ungefähr. Für mich geht es aber auch irgendwie um den Mensch oder um mich als Mensch in der Musik, weil Musik etwas sehr auch Emotionales ist, auch wenn jetzt das kein Lobpreis ist, berührt mich Musik oder jeden Menschen. Liturgie ist sehr tief und sehr kompliziert und komplex und schon etwas, was jetzt Jahrtausende irgendwie besteht. Und Liturgie musikalisch zu begleiten, ist für mich irgendwie das noch deutlicher zu machen, was da eigentlich passiert. Ich finde es immer spannend, wenn auch im Hintergrund bei den Instrumenten Melodien, Rhythmen passieren, zum Beispiel jetzt für dieses Keyboard-Riff, das relativ prägnant ist, das sich eigentlich durch die ganze Strophe zieht, wenn man da versucht, das ein bisschen schöner zu machen. Mein Ansatz ist meistens, was gefällt mir persönlich nicht ganz so gut und dann schaue ich, kann ich das anders machen. Und da waren halt zum Beispiel jetzt die Akkorde und dann gibt es halt ein bestimmtes Voicing, das jetzt relativ modern ist, also mit der Terz oben. Und dann habe ich halt geschaut, okay, da könnte ich die Akkorde so ändern und das ein bisschen dieses funkige Riff draus machen. Und das hat dann den Stil oder das halt irgendwie so gewandelt, dass es, finde ich, freudiger geworden ist. Sonst wird das Lied oft immer sehr drückend gespielt, sehr, sehr drückend und mollig und stampfend. Ja, ich würde sagen kämpferisch. Und jetzt, kämpferisch. Also jetzt habe ich es irgendwie sehr, diese Version, die wir jetzt gespielt haben, die finde ich sehr, ich weiß nicht, also ich finde es fast zum Tanzen anregend. So. Ja, und fröhlich und es ist fast schon ein Siegeslied für mich so irgendwie, ja. Also eigentlich wollen wir anregen, selber kreativ zu werden. Man muss es nicht nur nachspielen, weil nachspielen kann man eh, sondern noch cooler ist es halt, sein eigenes Lied draus zu machen. Also nicht umschreiben, aber halt zumindest. Ja, aber so, dass es sich wenigstens so anfühlt. Dass man nicht etwas nachspielt, sondern dass es wirklich sein eigenes Lied wird. Das, was man, ja.